Weiter geht's mit einer neuen Folge Knights of Honor 2. Wir sind jetzt ja hier stehen geblieben. Und das, was wir als nächstes machen, ist Religion und Kultur hier freikaufen. Um Vergebung bitten, denn wir müssen mit der Kirche natürlich gut stehen. Öffnet die verdammten Tore, sonst zerschmettere ich sie! Die Meinung unseres Adels ist etwas schlechter. Ist mir egal. Dort ist mir egal. Genau. 17.000 brauchen wir, dann können wir uns endlich... Warte mal. Na, 1.000 brauchen wir noch. Und in... Wo war das? Hier brennt nämlich auch die Hütte. Und zwar in... Wien. Nee. Doch. Nee. Klagenfurt auch nicht. Innsbruck war es auch nicht. Augsburg nicht. Regensburg. Prag auch nicht. Hä? Eine neue Provinz ist jetzt uns gegenüber loyal. Weiter zu in Luxemburg, so sei es. Okay, also die haben richtig viele Probleme. Gerade. Und wir können... Unsere Schatzkammer, Herr. Jetzt endlich um Vergeben bitten. Ich hoffe, es bringt was. Wieso haben wir so viele Ausgaben? Eine neue Provinz hat euch ihre Loyalität ausgesprochen, Herr. In Genua. Bauholz. Wir gucken dann politische hier Übersicht. Jetzt mal auf diese Karte und sehen, ja, dass die größeren Völker, also die kleineren Völker, werden jetzt gerade ein bisschen unterjocht. Und jetzt kommen diese großen, so wie Russland, Ungarn, Norwegen, Schweden. Also die kleinen Völker werden jetzt langsam und sicher auch ausradiert. Okay. Religion und Kultur. Ey, wie viel müssen wir denn jetzt noch ausgeben, ja? Wie können wir das denn... Lasst uns beten. Ah. Vielen Dank, Herr. Wissensdurst. Es hat nicht sollen sein. Gottes Mühlen mahlen langsam. Kulturanstieg 18%. So glauben. Majestät, die königliche Familie. Okay, warte mal. Die königlichen Errungenschaften, Hoheit. Überfluss haben wir Fleisch. Teer haben wir. Wo ist unser Glaube? Religion und Kultur. Islam? Nee, garantiert nicht. Okay.
Ist das stabil, der Königreich? Das ist natürlich eine... Nee, machen wir auch nicht. Wir haben ein sehr, sehr stabiles Königreich. Es ist natürlich gut. Manchmal ist Diplomatie der beste Weg. Okay. Zu euren Diensten, Majestät. Was macht er denn? Er macht gar nichts. Kräuter. Bestätigen. Und er handelt mit Dänemark, ne? Wir finden eine Lösung. Audienz. Niemand wird an uns zweifeln. Anbieten ein Handelsabkommen. Unsere Kaufleute sind zufrieden mit uns, Majestät. Sei es. Audienz ist verlassen. Handeln eigene Kaufleute haben wir nicht. Das gelüstet mich nach dem Kampf. Es zieht Krieg auf. Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten. Wieso kann. Gegen Österreich nehmen wir natürlich an. Unser Diplomat hat unsere Beziehungen verbessert, Majestät. Okay. Was haben wir hier? Also, wie gesagt, ich will jetzt wirklich erstmal komplett hier neue Sachen ausbauen. Kirche. Ja, Kirche ist schon wichtig, oder? Ja, wobei es geht eigentlich. Ich habe auch noch gar keine Getreide. Können wir nicht machen, weil wir dafür erstmal einen Marktplatz brauchen. Bauen. Let's go! Alter, das ist... Okay. In Köln wurde schon richtig viel ausgebaut, ne? Holzverarbeitung, Brennöfen, Hannover. Eine neue Provinz ist jetzt uns gegenüber loyal. Hannover, ja. So, gut. Für die zack, Krone. Zack. Wie zack, ihr wünscht. Zack, zack. Brandenburg, wie sieht's hier aus? Eine neue Konstruktion wurde abgeschlossen, Herr. Preußen wurde von Schweden vernichtet. Okay. Dänemark ist ein heftiges Königreich, muss man schon sagen. Wie lautet euer Befehl? Wie so?
Hab ich hier doch Kasernen? Hab ich. Wieso kann ich jetzt hier keine Soldaten? Respektiert meine Autorität. Speermacher und Schmieden. Hab ich das nicht? Ich hab doch hier eine Kaserne. Ich hab doch alles. Eine Verbesserung wurde abgeschlossen, Herr. Weiter so, so sei es. Das verstehe ich jetzt hier gerade nicht. Wieso? Kohle wird nicht mehr importiert. So sei es. Nice. Was darf ich für euch tun? Majestät, wir haben eine Verbesserung abgeschlossen. Nicht? Düngergruben. So, was ich jetzt hier nicht verstehe, wie gesagt. Kasernen Brandenburg. Ist auf Stufe 3. Aber ich regiere ja in Bremen. Meine Klinge ist scharf. Ein Söldnerlager wurde in unserem Land entdeckt. Für die Krone! Einen taktischen Rat? Ich kann. Er fordert Schwertschmieden. Du sitzt doch in Bremen, Mann. Ja. Ach nee. Uns hat eine diplomatische Botschaft erreicht. Der Erik reagiert in Bremen. Pommerin. Wo ist denn Pommerin? Das hier, ne? Gut, wir sind im Krieg. Mit Pommerin. Mein Schwert gehört euch, Majestät. Sofort. Unsere Soldaten haben kaum noch Vorräte. Oh. Ja. Wie lautet euer Befehl? Lasst uns die Vorräte auffüllen und ruhen. Yes. Sofort. Unsere Bücher liegen ungelesen herum, Herr. Okay. Neue Taktiken sind immer hilfreich. Ich sterbe für mein Königreich. Aber das geht nicht. Eine gute Strategie. Also Wissen hätte ich ganz gerne, wenn ich ehrlich bin. Betrachtet es als erledigt, Majestät.
Eine neue Provinz hat euch ihre Loyalität ausgesprochen, Herr. Ich bin der Beste. Okay. Den Haag. Ja. Ja, mein Herr. Ja. Kämpft um den Sieg. Uns wurde der Krieg erklärt, Herr. Wir haben eine diplomatische Botschaft erhalten. Stopp. Annehmen. Kriegsgewonnen, genau so. Das ist nicht wichtig. Unser Diplomat hat die Verbindung zu einem anderen Königreich gestärkt. Erhoben, so sei es. Meine Klinge ist scharf. Sofort. Ja, mein Herr. Eine andere Armee ist zu uns gestoßen. Okay. So, das dürfte jetzt eigentlich wirklich ein Kinderspiel werden. Also ganz im Ernst, wir haben genügend Vorräte. Und als nächstes sind denn die hier dran. So, Dänemark vernichtet die hier gerade. Es gelüstet mich nach dem Kampf. Erwachsen. Logistik ist auch wichtig. Wir durchbrechen ihre Verteidigung. Eine unmögliche Mission. Religion und Kultur. Ihre Mauern werden brechen. Ja, machen wir ein bisschen schneller. Hier bekommen. Majestät, wir haben unsere Kultur in eine neue Provinz getragen. Okay. Der kommt, macht jetzt noch ein bisschen schneller. Meine Truppen warten. Sei es. Profit ist mein Leben. Ja, mein Herr. Herr, wir haben feindliche Truppen in euren Landen gesichtet. Der Feind brennt eine unserer Siedlungen nieder. Das ist egal. Uns hat eine diplomatische Botschaft erreicht. Wir sind gerade nicht in Deutschland.
Ablehnen. Alles lief genau nach Plan. Pommerin ist zu Brandenburg eingefallen. Sei es Gerücht aus Österreich. Also schon wieder muss ich nur herrschen, Herzog. Okay, das ist gut. Kaufmann war erfolgreich. Sind den Haar rausgebrochen werden und kämpfen. Sei es. Also wir sind gerade richtig mächtig. Wirklich sehr, sehr mächtig. Bloß das hier nervt gerade ein bisschen. Wir verlieren da auf jeden Fall deutlich. Wir haben einen neuen Verbündeten in unserem Krieg. Unsere Kultur verbreitet sich schnell, Majestät. Der Feind hat unsere Siedlung geplündert. Eine unserer Siedlungen wird geplündert. Majestät, wir haben Söldnerlager in unseren Landen entdeckt. Söldnerlager. Der wird eh bald sterben, der König. Warum dauert denn das so lange? Der Krieg ist vorbei. Unsere Truppen haben das Schlachtfeld verlassen. Dänemark und Pommerien haben jetzt einen Friedensvertrag, so sei es. Okay. Ich bin bereit. Endlich mal wieder in einem Bett schlafen. Ich werde zurückkehren, sobald sich die Chance bietet. Mein Schwert gehört euch, Majestät. Ihr werdet es nicht bereuen, Herr. Okay. Also was war das denn jetzt gerade? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Naja. Nach Österreich. Die Welt steht euch zur Verfügung. Genau, Österreich. Es liegt hier bei Bayern, okay. So, wo war Bayern? Konstanz. Hier, ne? Nee. Unser Diplomat hat unsere Beziehungen verbessert, Majestät. Ah, Zürich, hier. Straßburg. Wen gehört denn Augsburg? Bayern. Sofort. Eure Anweisungen sind mir Befehl. Okay, let's go. Gut, Leute. Wir werden jetzt erstmal, ich werde das Offscreen ein bisschen weitermachen. Folge ist vorbei und dann warte ich, bis wir wieder 17.000 haben. Religion und Kultur. Okay, 20.000, um uns wieder freizukaufen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Okay.